passiert schon in den Schulen. Und dann fangen die Jungs eben auch vor allem an, mit 15, 16 Nahrungsergänzungsmittel schon zu nehmen, zu spritzen tatsächlich auch. Diese Körperlichkeit, gerade bei Männern, das ist natürlich ein riesengroßer Markt, der natürlich auch bespielt werden möchte. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, wie eben bei Frauen auch. Und ich habe mal in einem Artikel, und das finde ich sehr treffend, gelesen, das ist so die späte Rache der Essstörungen an den Männern. Vor 20, 30 Jahren wäre das noch mehr, ich drücke es jetzt mal bewertend aus, belächelt worden, ne, dass da irgendjemand so viel Wert auf sein Äußeres legt. Also da ist sicher eine Verschiebung von Werten passiert. Das Männerbild, das typische Männerbild, ist aktuell extrem im Wandel. Ich würde schon fast sagen, irgendwie orientierungslos. Ja, auf der einen Seite, soll ich jetzt irgendwie stark sein? Soll ich irgendwie mitfühlend sein? Soll ich höflich und respektvoll und Gentleman irgendwie gegenüber Frauen sein? Oder soll ich es nicht sein? Also so auch ich, auch von diesem Rollenbild her, finde ich, wird man weniger an diese typischen männlichen Marlboro-Mann, obwohl das jetzt nichts mit Gesundheit zu tun hat, Rollenbilder gedrängt als Mann? Es gibt ja viele auch Essstörungspatientinnen und Patienten, die bei uns waren, die sagen, aber ich brauche die Essstörung und ich will sie auch nicht aufgeben, weil die macht mich stark. Also wenn ich drin bin, dann denke ich sicher, das ist ein tolles Gefühl und super, weil in dem Moment, in dem ich den Suchtstoff kriege, in dem ich quasi das Suchtverhalten ausübe, fühle ich mich unbesiegbar. Und das ist natürlich fantastisch. Aber wenn man es mal von außen betrachtet, objektiv betrachtet, dann ist es tatsächlich nicht so, dass ich wirklich leistungsfähiger bin. Ein Drittel bis die Hälfte der Deutschen wird meine Depression haben, Tendenz steigend. Das kommt nicht von ungefähr. Und natürlich ein Faktor, den ich immer wieder auch in der Therapie sehe, ist dieses Verlernen, auf mich selber zu hören. Verlernen, auf mein Bauchgefühl zu hören. Verlernen, auf meinen Körper zu hören, auf mein Herz zu hören. Und dann entstehen eben psychische Erkrankungen. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de. Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Willkommen zu This One Life. Heute in der Show Professor Dr. Christian Strobel. Christian ist Professor für angewandte Psychologie und Digitalisierung an der Hochschule München und ausgebildeter psychologischer Psychotherapeut. Seine Schwerpunkte, in denen er auch publiziert, sind unter anderem in digitale Medien und Körperbild sowie Belastung und Sucht beim Thema Sport. Christian, willkommen zur Show. Ja, danke für die Einladung. Männer und Körperbild. Naja, typischerweise, wenn man über Körperbild und Probleme mit diesem Körperbild spricht man eher über Frauen. Welche Probleme siehst du denn bei Männern? Wodurch äußern sich diese und wie weit verbreitet sind die? Ja, das sind, ich versuche es mal so chronologisch durchzugehen. Also ich habe 2015 oder 16 oder vielleicht so um den Dreh rum
Als ich die therapeutische Ausbildung angefangen habe, beziehungsweise mittendrin war, da habe ich in Kooperation mit der Caritas München eine Spezialambulanz aufgebaut zum Thema Sport- und Muskelsucht bei Männern. Und tatsächlich war das von der Aktion Mensch damals finanziert und das ist jetzt heute noch unsere Argumentation, da gibt es nichts. Und es ist tatsächlich so, nach wie vor kommen auch viele Menschen auf mich zu, mit der Bitte, mehr über das Thema zu erfahren, eine Beratung zu machen, eine Therapiestunde, oder eine ganze Therapie auch, für dieses Thema. Das heißt, wenn man sich dann so auch den wissenschaftlichen Boden anguckt, beziehungsweise auch die Angebote für Männer, was diese Themen angeht, dann ist es in Deutschland und tatsächlich auch weltweit relativ dünn. Dem entgegen stehen aber tatsächlich Männer, die sich oft alleine gelassen fühlen, sowieso mit ihren Problemen. Also es gibt da ja Statistiken, dass Männer deutlich länger brauchen, zum Beispiel, um in Therapie zu gehen, bei allen, also quasi über die Störungen hinweg. Frauen sind da deutlich schneller. Die sind so sozialisiert, dass sie mehr über Gefühle sprechen, mehr Schwäche sich zugestehen können, würde ich jetzt mal auch behaupten. Und belegen eben auch diese Zahlen und auch sowas wie zum Beispiel harte Suizide ja bei Männern deutlich höher sind als bei Frauen, auch wenn Suizidraten anders verteilt sind, aber die harten Suizide, also dann wirklich der Exodus, der ist bei Männern deutlich häufiger, was vermuten lässt, dass eben wir Männer, ich sage es mal, wir Männer so sozialisiert sind, vielleicht eher weniger über Gefühle zu sprechen, weniger über unsere Probleme zu sprechen. Bei mir gab es noch, als ich aufgewachsen bin, diesen Spruch, ein Indianer oder ein Mann kennt keinen Schmerz, also nicht mal, dass wir Schmerz fühlen, aber nicht drüber sprechen, sondern wir kennen den nicht mal, also so stark muss man schon sein. Und ich glaube, also ich wurde so auf Konferenzen immer gefragt, naja, wie ist es denn eigentlich, wie viele gibt es denn, wie viele Männer? Und da gibt es wenige Studien dazu, also wenig Daten, wie viele Männer genau von Thematiken, die zum Beispiel sowas wie eine Sportsucht betreffen, betroffen sind. Gerade zum Beispiel bei der Muskeldysmorphie und Sport- und Muskelsucht, also dem zwanghaften Streben nach einem guten Körper, dem zwanghaften Sport machen, variieren die Zahlen tatsächlich. Also ganz absurd mit einer ganz großen Spannweite von 5 bis 25%, je nachdem, wo man hinguckt. Also es gibt da Aller einen, Männer. je nachdem, in welche Populationen man guckt, in welche Altersgruppen man guckt. Und es variiert ganz, ganz stark. Also es gibt eine sehr aktuelle Studie mit argentinischen Studierenden. Und da wird es schon schwierig, ne? Weil das gilt natürlich für argentinische Studierende, Männer zwischen, ich glaube, 19 und 25. Und da war die Prozentzahl so bei 7%, was für psychische Erkrankungen enorm ist. Und das ist wirklich das klinische Bild. Alles, was so subklinisch ist, ne? Was quasi, es tut mir nicht gut, aber ich mache es trotzdem, aber ich bin noch nicht völlig fertig und habe Belastungsbrüche und alles Mögliche. Das wird da überhaupt nicht erfasst, sondern wirklich das klinische Vollbild und diese subklinischen Phänomene, also quasi, dass Personen darunter leiden, aber eben noch nicht psychisch erkrankt sind, sondern vielleicht so ein bisschen versuchen, noch selber klarzukommen. Das wird überhaupt nicht erfasst. Das heißt, da kann man wirklich davon ausgehen, dass deutlich mehr Menschen zumindest problematische Verhaltensweisen zeigen, die für sie eigentlich auch schon schädlich sind. Hast, ich meine, 5 bis 25%, egal wo man jetzt ist, auch wenn man an einem niedrigeren Rand davon ist, wenn man jetzt sagt, okay, das sind jetzt wirklich nur die klinischen, heißt das an sich ein Problem damit haben, mir geht es nicht gut damit, ist ja nochmal eine deutlich höhere Zahl. Ich hätte jetzt intuitiv vermutet, dass sie geringer ist, diese Zahl. Woran liegt es, dass Männer in diese Art von Problemen wirklich reinfallen? Denn ich meine, so typischerweise sagt man ja jetzt mal ganz salopp ausgesprochen, Schönheit, die Frauen müssen schön sein, die Männer müssen erfolgreich sein. Ja, so das ist ja zum Beispiel so dieses typische alte Rollenbild und klar, das verändert sich extrem stark und so sollte das auch nicht sein. Ja, aber so, wenn man zumindest Mating Preferences, also was finden Menschen gut, wenn sie sich einen Partner aussuchen, dann ist das tatsächlich in Daten auch sehr stark hinterlegt. Das ist eben bei Männern mehr um Äußeres und bei Frauen tatsächlich mehr um Sozioökonomisches geht. Warum denn trotzdem diese hohe Anzahl an Problemen? Und erlaube mir so eine Schachtelfrage noch hinzuzufügen.
Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, also, dass der Umgang damit auch sehr schwerfällt, ist, weil es kann ja sein, dass ich mich nicht wohlfühle damit und es mir schwerfällt, aber ich weiß nicht, einigermaßen gut aussehe, weil ich ja irgendwie ja trotzdem eine Sportsucht habe. Das heißt, irgendwo ist es auch schwierig, diese Balance zwischen ganz geil, irgendwie sehe ich nicht schlecht aus und kriege vielleicht auch positives Feedback dafür, aber auf der anderen Seite scheiße, mir geht's nicht gut dabei. Ich versuche mal jetzt auch den ersten Teil zu beantworten, dann den zweiten. Woran liegt das, beziehungsweise warum müssen wir Männer auch gut aussehen? Ich glaube erstmal, dass es sozial akzeptierter ist. Entschuldigung. Ich glaube erstmal, dass es sozial akzeptierter ist, sich sehr stark mit Körperlichkeit und Muskeln und sowas zu beschäftigen. Also ich habe mal an der Schule gearbeitet als Lehrer eine Zeit lang und da haben wir so gewichtelt und die ganzen Jungs haben sich so Muskelaufbaupräparate und diese Whey-Shakes und irgendeinen neuen Shaker und so geschenkt. Es gab einen einzigen Jungen, der, glaube ich, nichts für Fitness bekommen hat. Alle anderen haben sich wirklich für Fitness eingedeckt. Also ich glaube, es ist wesentlich akzeptierter. Ich kann mir vorstellen, vor 20, 30 Jahren wäre das noch mehr, ich drücke es jetzt mal bewertend aus, belächelt worden, ne? Dass da irgendjemand so viel Wert auf sein Äußeres legt. Also da ist sicher eine Verschiebung von Werten passiert. Ich glaube, dass also das kann man jetzt vielleicht niemandem direkt zuschreiben, irgendeiner Fitnessindustrie oder so, das möchte ich gar nicht machen. Aber diese Körperlichkeit, gerade bei Männern, das ist natürlich ein riesengroßer Markt, der natürlich auch bespielt werden möchte. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, wie eben bei Frauen auch. Und ich habe mal in einem Artikel, und das finde ich sehr treffend, gelesen, das ist so die späte Rache der Essstörungen an den Männern. Weil Frauen wurden quasi in den 90ern alleine gelassen mit diesem Ganzen, mit quasi einer Modeindustrie, die diktiert hat, dass Heroin-Chic das neue Schön ist. Und da ist natürlich ein kräftiger Markt auch dahinter, ne? Mit den ganzen Klamotten, mit den ganzen Diäten, bla bla bla. Und das wurde jetzt erstmal 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang aufgearbeitet mit allen möglichen Präventionen, die wir gemacht haben. Und aber bei mir war zum Beispiel noch, als ich in der Schule war, war Essstörungsprävention, die Jungs haben schulfrei. Also wir hatten 3 Freistunden, während die Mädels Essstörungsprävention bekommen haben. Ich habe nie gehört, dass es Essstörungsprävention gibt. Abgesehen davon, ne? Also wir hatten quasi Glück in unserer Schule und ich habe früher dann, also jetzt im Moment mache ich das leider gar nicht mehr, aber früher habe ich viel Essstörungsprävention gemacht, bin ich in die Schulen und habe mit denen gesprochen. Und das war toll, aber es gab nach wie vor einfach wirklich viele Mädels, vor allem, die eine Essstörung hatten und mittlerweile auch Jungs. Also ich weiß noch, ich habe dann mit so 12-jährigen Jungs, habe ich das auch mal gemacht und da haben die meisten gesagt, dass sie sich als zu dick und zu hässlich empfinden. Und wenn das in den Köpfen von den Jungs schon drin ist, da gibt es auch wirklich Studien dazu, dass die mittlerweile auch so typische männliche, muskulöse Schönheitsideale präferieren und das als Menschen, die so sind, auch als attraktiver, besser, klüger, fantastischer wahrnehmen. Wenn das bei unseren Jungs mittlerweile schon so tief drin ist, dann kann man quasi nur noch drauf warten, bis in 10, 20 Jahren da die Störungen aus dem Boden schießen, beziehungsweise vielleicht schon da sind. Genau, und ich glaube, es ist eine Kombination aus, wir als das starke Geschlecht und du musst stark sein, weil sonst bist du, ich habe da so Begriffe gehört wie ein Spargel oder halbes Hemd oder diese ganzen Sachen. Das passiert schon in den Schulen. Und dann fangen die Jungs eben auch vor allem an, mit 15, 16 Nahrungsergänzungsmittel schon zu nehmen, zu spritzen tatsächlich auch. Also auch da gibt's was. Also gerade mit 15, 16. Es gibt eine sehr schöne Longitudinalstudie aus Amerika. Also die haben, ich glaube, 15 Jahre lang Jungs verfolgt. Und da gaben tatsächlich, glaube ich, irgendwie, also gaben auf jeden Fall wahnsinnig viele an, ihren Körper als unattraktiv zu empfinden. Übrigens auch in Deutschland bei der Kicks- und Pop-Studie kam das raus, dass Jungs da mittlerweile auch in so ein quasi so ein Schönheitswahn ein Stück weit gedrängt werden, gesellschaftlich. Ändert sich das? Also ist das ein Trend, der fortläuft oder ändert sich das jetzt? Also mir sind 2 Sachen in den Kopf gekommen, als du das erzählt hast. Das eine ist, Stichwort Social Media und ich will jetzt beileibe nicht auf Social Media
nur einbashen, reinhauen, weil das ist im Endeffekt ein Tool, so wie man das verwendet, kann es einem sehr viel Gutes und sehr viel Schlechtes tun, aber es ist natürlich schon so, dass es einem schwerfällt, Social Media irgendwo auch nicht, also aufzumachen und nicht irgendwie das perfekte Schönheitsideal an jeder Ecke irgendwo zu sehen. Das bekommt viel Aufmerksamkeit. Ich habe das Gefühl, dass jeder so gut aussieht und jeder so einen Körper irgendwie hat, außer mir. Also das war so der eine Gedanke, den ich habe. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel bei unseren Daten in Freeletics, dass jüngere Generationen weniger auf dieses extrem maskuline Sixpack, breite Schultern, großer Bizeps, irgendwie Schönheitsideal tatsächlich fokussiert sind. Und sogar teilweise, ich weiß gar nicht, ob das so sehr in Deutschland aktuell der Fall ist, aber ich finde so das Männerbild, das typische Männerbild ist aktuell extrem im Wandel. Ich würde schon fast sagen, irgendwie orientierungslos. Ja, auf der einen Seite soll ich jetzt irgendwie stark sein? Soll ich irgendwie mitfühlend sein? Soll ich höflich und respektvoll und Gentleman irgendwie gegenüber Frauen sein oder soll ich es nicht sein? Also so auch von diesem Rollenbild her, finde ich, wird man weniger an diese typischen männlichen Marlboro-Mann, obwohl das jetzt nichts mit Gesundheit zu tun hat, Rollenbilder gedrängt als Mann. Also das kann ich nicht beantworten, ob eure Daten das sagen oder nicht. Ich kann es nur quasi aus der Therapie und in der Arbeit mit den Jungs und mit den Männern sagen, dass das meiner Meinung nach, zumindest aus meiner klinischen Erfahrung, nach wie vor so ein sehr guter Standard ist. Die Frage ist natürlich immer, ich habe natürlich auch quasi ein klinisches Bild, also natürlich zu mir kommen Leute, die da ein Problem mit haben, und da ist es natürlich nach wie vor so, dass ich das benutzen kann. Schlussendlich, also es gibt auch einige Influencer und Influencerinnen, die so ihren Weg beschreiben raus aus der Sucht, und die haben dann halt eine stoffgebundene Sucht gehabt, irgendwie Alkohol oder was auch immer, oder haben gekokst, name it, und sagen dann mit so einem Bizeps und so breiten Schultern und machen irgendwie 8-mal die Woche jeweils 3 Stunden Sport, sagen, ich habe die Sucht überwunden. Und dann denke ich mir so, naja, du hast halt eine andere Sucht. Also ich glaube, welches Gift du dir quasi suchst, ist so ein bisschen egal. Man spricht da ja auch quasi von so einer Suchtpersönlichkeit. Also vielleicht, dass die Sucht dann noch tiefer geht. Und wenn ich halt keine Sportsucht mehr habe, dann suche ich mir halt was anderes. Dann fange ich halt zum Zocken an oder irgendwas. Also es kann natürlich sein, dass es da auch einen Wandel gibt und dass es eine Gegenbewegung gibt. Und das wäre natürlich wünschenswert, gerade wenn ihr da Daten habt, dass Männer nicht mehr so dahinterher sind. Aber da würde ich zum Beispiel auch kritisch hinterfragen, naja, wie sieht es denn mit der Ernährung aus? Und sobald jemand eigentlich nicht mehr nach Hunger und Sättigung isst, sondern funktionelles Essen hat, spricht man eigentlich von essgestörtem Verhalten. Also sobald ich den Magerquark vor dem Training esse und danach oder was auch, also wie auch immer diese ganzen Regeln sind, sobald ich das tue, spricht man eigentlich schon von essgestörtem Verhalten, weil es nicht mehr um Hunger und Sättigung geht, also um Versorgen. Und da würde ich dann auch wieder gucken, naja, also ja, also vielleicht ist das Ziel ein anderes, vielleicht möchte ich drahtiger sein oder sehniger oder einfach gut proportioniert, oder aber es geht nach wie vor darum, dass ich meinen Körper gestalte, so wie er mir, so wie er anderen vielleicht gefällt, gar nicht mal auch wie er mir gefällt. Ich finde diese Definition aber sehr extrem, also von der du gesagt hast, so, ich bin vollkommen bei dir, dass man da sehr schnell in Regionen rutscht, die einem tatsächlich nicht gut tun. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, war mal sehr übergewichtig und dann habe ich quasi den Schwenk genau in das ganz extreme andere gemacht. Ich habe alles getrackt, Salat irgendwie auf die Waage gelegt. Meine Freundin hat mir damals mal ein Hühnchen gebraten und eine Soße dran gelegt. Ich wusste nicht, was in der Soße ist, habe ich die Soße unter Wasser abgewaschen. Also da würde ich sagen, absolutely, also komplett in dieser tatsächlich in dieser Störung drinnen. Ich bin aber schon der Meinung, dass ein gewisses Steuern von, hey, diese Art von Ernährung tut das mit mir, ob das jetzt mein Körper oder mein Kopf, mein Bewusstsein ist, kann sehr hilfreich sein. Deswegen finde ich diese Definition ein bisschen sehr extrem, da schon von einer Störung zu sprechen. Also vielleicht, was wir Kliniker dann eben zum Beispiel machen, also man muss sich das so vorstellen, als würde man quasi dem Körper abtrainieren, zu wissen, was gut für ihn ist. Ja, und wenn ich quasi
sage, dass ich steuere das sehr stark und gehe über meinen Körper drüber. Das ist wie wenn man, was auch immer, mit dem Schlaf zum Beispiel, der Körper weiß schon, wann er müde ist und holt sich das dann theoretisch auch. Schwierig wird es nur, wenn ich eben drüber gehe, ne? Dann können so Erschöpfungserscheinungen kommen. Und ähnlich verhält sich es halt bei dem Essen. Das heißt, als Kliniker oder mit Alkohol, ne? Also eigentlich ist Alkohol ist ein Depressivum. Das macht depressiv, das macht einem nicht, das verbessert die Stimmung nicht, sondern man macht es trotzdem. Und wenn man aber genau auf seinen Körper hört, dann sagt er einem das schon, dass der Alkohol zum Beispiel nicht gut für einen ist oder zu viel Alkohol oder. Und schlussendlich sind die klinischen Maßstäbe für solche Erkrankungen wie zum Beispiel eine Sucht, sind relativ niedrig. Einfach weil es gewisse Arten von, also es gibt quasi den schädlichen Gebrauch, es gibt dann schon quasi eine niederschwellige Sucht und dann gibt es natürlich die Full-Blown-Sucht. Aber wir mussten im Studium, mussten wir mal so Fragebögen ausfüllen zur Sucht und da waren sehr, sehr viele von uns tatsächlich suchtgefährdet. Also die klinischen Standards sind einfach sehr niedrig und als Kliniker würde ich immer sagen, naja, sobald du anfängst, deinen Körper zu trainieren, dass du nicht mehr auf ihn hörst, wird es halt schwierig. Darf ich bei drei Sachen einfach, nachhaken? Du hast so viele interessante Sachen gerade gesagt. Das erste beim Thema Essen, weil du gesagt hattest, naja, sobald ich quasi raus aus diesem, ich höre auf meinen Körper und rein in ein, ich steuere etwas gehe. Können wir Menschen denn aktuell tatsächlich noch auf unseren Körper hören? Also zumindest wenn man sich jegliche Art von Statistiken anschaut, essen wir immer schlechter und uns geht es immer mieser. Das hat sicherlich zum einen mit unserem Lifestyle zu tun, zum anderen wird das Essen, was zumindest die meisten Menschen zu sich nehmen, ja genau vor dem Hintergrund so produziert und designt, dass man eben nicht mehr aufhören kann damit und dass dieses so, ja, ich höre auf meine innere Uhr quasi oder auf was mir gut tut, nicht funktioniert. Also ich würde fast den Case dafür machen, dass die allermeisten Menschen mit einem gewissen, nicht übertriebenen Maße an, ich steuere explizit, was ich esse, viel besser tun würden, als einfach so ihrem Selbst folgend zu essen. Ja, also ich glaube, also ich stimme dir da total zu. Ich glaube, wir sind, ob das jetzt systematisch oder nicht, sei mal dahingestellt, da will ich jetzt keine Verschwörungstheorien quasi anfangen mit, ja, und da gibt es irgendeine Mafia, die uns quasi dazu bringen möchte. Aber ich glaube schon, dass das natürlich sehr praktisch ist, dass Leute nicht mehr auf ihren Körper hören. Das kann man natürlich super ausnutzen. Und kann man denen von außen natürlich sagen, was für sie gut und schlecht ist. Und ja, also ich meine, ein Drittel bis die Hälfte der Deutschen wird mal eine Depression haben, Tendenz steigend. Das kommt nicht von ungefähr. Und natürlich ein Faktor, den ich immer wieder auch in der Therapie sehe, ist dieses Verlernen, auf mich selber zu hören, Verlernen, auf mein Bauchgefühl zu hören, Verlernen, auf meinen Körper zu hören, auf mein Herz zu hören. Und dann entstehen eben psychische Erkrankungen. Und vielleicht macht es Sinn, denen als Krücke zu sagen, okay, das ist gut und schlecht, gerade wenn es zum Beispiel so bei adipösen Patienten, wenn die quasi einen sehr, sehr langen Weg haben von, ich lerne auf meinen Körper zu hören, aber schlussendlich machen die nichts anderes in diesen Abnehmkliniken. Also da wird erstmal natürlich ein Essensregime aufgebaut, ein Sportregime aufgebaut, aber es geht schon darum, dass ich dann aus der Klinik raus, weil sonst nehme ich dann halt nach der Klinik natürlich gleich wieder zu. Aber dass ich quasi nach der Klinik ein gesundes Bewusstsein dafür habe, was ist ein guter Sport für mich, was ist ein gutes Essen für mich. Gleiches auch bei den Essstörungen, gleiches auch bei den Sport- oder bei den Verhaltenssüchten. Quasi so ein, wieder diese Stimme zu hören, die einem sagt, das ist es nicht gut für dich. Typisch beim Sport. Wenn ich irgendwie merke, ich habe einen 60-Stunden-Tag, dann bevor ich meine Sporttasche packe, überlege ich mir nochmal, sag mal, ist das jetzt gut für dich? Oder ist es gerade zu viel und du machst lieber einen Spaziergang? Und wenn mein Körper dann sagt, ey, Spaziergang wäre besser, du bist ganz schön platt, dann mache ich den auch und gehe eben nicht in Sport und übersäuer und es geht mir schlecht und so, eigentlich war es zu viel. Woran merke ich denn wirklich, also anknüpfend daran, woran merke ich wirklich, ob ich mich jetzt schon auf der negativen Seite quasi der Disziplin, der Motivation, der mir ist das wichtig, befinde? Denn meine Hypothese ist, dass also
ein bisschen Sucht kann dir schon fast helfen. Klar, so wenn du das als Sucht titulierst, dann drückst du damit auch irgendwo aus, dass du keine Kontrolle mehr darüber hast und dass dir das etwas Schlechtes tut. Gleichzeitig ist es ja so, dass wenn ich meine Energie in positive Bahnen lenke und ich da dann eben positives Feedback drauf bekomme und das fühlt sich gut an und deswegen mache ich das irgendwie gerne weiter, das ja auch ein Antrieb für etwas sehr Gutes für mich sein kann. Also wie merke ich, wenn ich über diese Grenze gegangen bin und braucht man nicht so ein bisschen Sucht in Bereichen, um wirklich erfolgreich zu sein? Brauche ich Sucht, um wirklich erfolgreich zu sein, würde ich sagen, nein. Also ich würde sagen, dass Sucht dich eher daran hindert, wirklich erfolgreich zu sein, sondern das ist ja dann oft mal, also ich kenne das jetzt zum Beispiel nur so aus der Arbeit, wenn Leute so wie verrückt sich zu Tode arbeiten, dann ist es in den wenigsten Fällen wirklich produktiv, sondern so mit 70-80% heißt ja, es ist so ein, quasi ein gutes Maß. Das heißt, so eine Sucht, wo das sich wirklich verselbstständigt und es nur noch darum geht, das zu machen. Ich würde eher tatsächlich sagen, dass Sucht meine Leistung reduziert. Und das ist tatsächlich auch das, was die Patientinnen und Patienten dann sagen, dass es ja auch gar keine Gains mehr gibt, sondern eigentlich kämpfen die so ein bisschen gegen Windmühlen und es funktioniert gar nicht mehr, sondern runter vom Gas und gesund Sport machen würde eigentlich den Kick bringen. Also irgendwann mal hat der Körper ja einfach keine Ressourcen und keine Kraft mehr, da noch mehr Muskeln aufzubauen, wenn ich irgendwie knappe 1000 Kalorien esse, aber 3 Stunden am Tag Sport mache, dann habe ich keinen Muskelzuwachs. Irgendwann, wo soll das denn hernehmen? Und und insofern würde ich sagen, würde ich wahrscheinlich so ein bisschen kritisch sehen. Es kommt einem aber so vor. Also gerade wenn man süchtig ist, kommt es einem so vor, dass man es möchte. Also es gibt ja viele auch Essstörungspatientinnen und Patienten, die bei uns waren, die sagen, aber ich brauche die Essstörung und ich will sie auch nicht aufgeben, weil die macht mich stark. Also wenn ich drin bin, dann denke ich sicher, das ist ein tolles Gefühl und super, weil in dem Moment, in dem ich den Suchtstoff kriege, in dem ich quasi das Suchtverhalten ausübe, fühle ich mich unbesiegbar. Und das ist natürlich fantastisch. Aber wenn man es mal von außen betrachtet, objektiv betrachtet, dann ist es tatsächlich nicht so, dass ich wirklich leistungsfähiger bin. Und ja, genau. Also, und die zweite Frage, was war das? Das ist mir gerade noch im Kopf, jetzt habe ich sie vergessen. Das war die Frage, woran merke ich, dass ich quasi über den hier tut's noch gut rübergefallen bin? Weil manchmal, nur um die Frage noch ganz kurz zu erweitern, ich glaube schon auch, dass es eine Art von Superpower im Leben ist, auch manchmal Sachen zu tun, die man nicht unbedingt jetzt in der Sekunde machen möchte. Also dieses so Delay Gratification. Ich möchte es jetzt eigentlich nicht machen, aber es hilft mir langfristig, deswegen mache ich es. Also wie kann ich das beibehalten, aber nicht auf die negative Art auf diese negative Sucht rüberfallen? Oder wie merke ich zumindest, wenn ich darüber gefallen bin? Also ich glaube, dieses Delay of Gratification, was da wichtig ist, dass ich den negativen Impact davon trotzdem noch spüre. Und das haben ja dann oftmals Patientinnen und Patienten, also Leute, die wirklich Probleme damit haben, verloren. Mhm. Also dass ich diese Erschöpfung zum Beispiel, die dann entsteht, nicht mehr merke. Und das ist ja bei allen möglichen Erkrankungen, also Burnout kann man ja auch nehmen, wenn ich in der Unternehmensberatung arbeite und mal pushen kann und mal 12 Stunden machen kann. Oder das geht mir so, wenn ich 12 Stunden arbeite, dann muss ich mich bewusst auf die Couch legen, um wieder zu spüren, dass ich gerade ganz schön fertig bin. Und wenn ich das aber verliere, dann wird es, glaube ich, kritisch. Und quasi die Frage, wie überprüfe ich bei mir, ob das eine Störung ist oder nicht, dann sage ich dem Patienten immer, meine Störung kommt von Stören. Wenn sie es nicht stört, ist es erstmal keine Störung. Wir können ja mal gucken. Und wenn es, aber meistens gibt es irgendwas dann im Leben, was noch so klein ist, wo die dann sagen würden, ja, ehrlich gesagt, da merke ich schon. Ich kann nicht mehr auf einen Geburtstag, weil ich da irgendwie keine Torte essen möchte. Mhm. Und meine Freundin, mein Freund möchten Radfahren gehen am Wochenende. Und ich kann nicht, weil da Leg Day ist. Und ich habe schon irgendwie ausgemacht, dass ich da irgendwie 3 Stunden lang dies und jenes mache. Oder ich werde krank und habe eine Grippe. Und mir ist es für mich unaushaltbar, mal 2 Wochen oder 3 Wochen sogar Pause zu machen. Du kennst das ja, also ne, wenn du mit Leuten arbeitest, die Sport machen, da gibt es die, die sagen, okay, blöd, aber ist halt jetzt so. Und da gibt es die, die sagen, oh Gott, 3 Wochen auf keinen Fall, die dann runterhandeln oder dann irgendwie krank in den Sport gehen, sich eine Herzmuskelentzündung einfangen, dann irgendwie in der Notaufnahme landen oder so. Also
Sobald das nicht mehr geht, sobald ich quasi nicht mal 3 Wochen aufhören kann, oder ich hatte Patienten, die sind mit der Familie nicht mehr mit in den Urlaub gefahren, weil es da kein Fitnessstudio gab, sondern weil die dann auch noch irgendwie den Grand Canyon sehen mussten. Und das wollten sie gar nicht. Sie wollten Sport machen. Sie wollten ins Fitnessstudio. Und dann haben sie extra auch das Urlaubsziel so ausgewählt, dass es da ein Fitnessstudio gibt. Und dann war es zu wenig und dann war der auch nicht mehr so. Also sobald ich so unfrei werde, muss ich mich halt einfach fragen, ob das wirklich so gut für mich ist. Und ich will da niemandem einreden, dass er eine Sucht hat oder nicht. Das muss jeder für sich selber entdecken. Und jeder hat ein Recht auf psychische Erkrankung. Also ich will da niemandem was einreden, sondern go for it. Also jeder hat sein Ding. Aber wenn es mir halt damit nicht gut geht, dann sollte ich halt gucken, ob ich da nicht vielleicht mal mich damit auseinandersetze, warum es mir nicht gut geht damit. Ich finde das geil. Jeder hat ein Recht auf psychische Erkrankungen und Klar. solange es mir damit gut geht, du jetzt, ja, tatsächlich, ich glaube sogar, dass sehr, es gibt ja auch Statistiken, die zeigen, dass sehr erfolgreiche Menschen, also zumindest nach, sagen wir mal, materialistischen Maßstäben oder eben nach Macht, nach Positionen, oftmals gewisse psychologische Erkrankungen haben, die einen überhaupt erst quasi den Drive oder die Durchsetzungsfähigkeit oder die Leidensfähigkeit gegeben haben, überhaupt dahin zu kommen. Jetzt ohne, ich weiß nicht, ob dir das möglich ist, ohne jetzt ein Riesenfass jetzt quasi auf, wie man solche Süchte heilen kann, zu machen. Aber gibt es etwas, was du den Zuhörenden so on a high level quasi sagen kannst, hey, das ist so das Wichtigste oder die wichtigsten zwei, drei Sachen, wenn ich jetzt tatsächlich das Gefühl habe, so, oh, ich bin jetzt hier schon irgendwo gefährdet oder auch schon drinnen, gibt es da etwas, was ich dagegen tun kann? Jetzt, wenn man mal den Schritt, eigentlich sollte ich mir ich könnte mir professionelle Hilfe holen, mal kurz raus und vornimmt. Oder zum Beispiel, das sind die Sachen, die du als wichtigstes dann in deiner Therapiesitzung mit den Personen erarbeiten würdest. Ja, also natürlich wäre meine erste professionelle Empfehlung immer zu sagen, sprich mit jemandem. Also sprich mit jemandem, such dir Hilfe, aber wenn das natürlich nicht geht oder wenn das nicht jemand nicht möchte, es gibt ja auch ganz viel Material im Internet. Also ich würde mich erstmal schlau machen, ich würde mir erstmal Informationen holen. So Selbsttests sind natürlich immer schwierig im Internet, aber zumindest Informationen holen, vielleicht mit Freunden, mit Angehörigen sprechen. Das ist auf jeden Fall erstmal eine große Entlastung für die Leute. Was ich natürlich immer auch empfehle, sind so typische dritte Welle der Verhaltenstherapie-Methodiken. Meditation, Achtsamkeit ist ja mittlerweile überall. Das sind natürlich tolle Techniken, wie ich irgendwie den Stress rausnehme oder wie ich so eine Achtsamkeit für mich zurückbekomme. Ja, aber sonst würde ich tatsächlich immer sagen, mit anderen sprechen. Und das Erste, was ich in der Therapie, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Leute sehr krank sind oder es ihnen sehr schlecht geht, dann versuchen wir wirklich so direkt an der Verhaltensebene anzusetzen und zu sagen, okay, wo kannst du dir vorstellen, mal einen Tag lang keinen Sport zu machen? Also radikal einfach das Pensum reduzieren hilft schon. Das ist ja bei Süchten immer so. Wenn ich quasi den Suchtstoff aufhören kann, dann geht es mir schlagartig besser. So ist es einfach. Also da kann man viel gucken, was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass es passiert ist. Aber dann, wenn ich es mal nutze, dann ist es natürlich das Beste, es weniger zu nutzen. Meinen Tag Pause einzubauen. Einen Tag, dann kann ich es auch irgendwie Erholungsphase nennen oder so. Das machen ja viele, aber wenn ich das nicht mehr kann, oder meinen Tag Cheat Day. Die Freundin den Freund fragen, hey, pass mal bitte ein bisschen mit mir darauf auf, komm, lass uns mal essen gehen, schlag du mal Essen vor, auch wenn ich mich dann weigere oder was auch immer, irgendwie da so eine Flexibilisierung wieder reinzubringen, wenn ich quasi merke, das ist in ungute Bahnen geraten. Ich habe das Gefühl, dass ich ein High-Functioning-Addict bin. Also ich habe das durch mein Leben durch, habe ich immer wieder oder eigentlich dauerhaft irgendwelche Arten von, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es jetzt nicht Süchte nennen. Früher schon, jetzt vielleicht weniger. Was ich meine ist, weißt du, früher war das so ganz konkret übergewichtig. Essen, Zigarette, also Zigaretten, ich habe Kette geraucht, Computer gespielt, 12 Stunden am Tag und all so etwas. Und ich habe auch tatsächlich selber mal Coaching und so etwas gemacht. So halb, das war so quasi halb Psychologe und halb Business Coach, der aber auch so den Teil mitgemacht hat. Würde ich jedem empfehlen. Und ich glaube, wenn ich so zurückblicke, das, was mir am allermeisten geholfen hat, war
zu sagen, war für mich in mich zu gehen und zu sagen, okay, ich definiere jetzt meine Persönlichkeit neu. Ja, also von irgendwie dem, ich habe den geringsten Körperfettanteil und irgendwie die größten Muskeln hin zu, was möchte ich denn wirklich im Leben sein und welche Sachen in meinem Leben müssen dafür funktionieren? Mein Business muss so sein, meine Familie irgendwie so möchte ich mich fühlen und dann meine Energie irgendwie so in diese Bahnen gelenkt haben. Aber innerhalb dieser Bahnen habe ich immer noch leichte Suchttendenzen, nur overall geht es mir gut damit und mein Leben funktioniert, weil ich sie quasi aus Essen, Zigaretten und Computerspiele eben in positivere Bahnen gelenkt habe. Mhm. Stichwort digitale Medien. Das ist ja auch einer deiner Schwerpunkte. Mhm. Ich glaube, dass jeder intuitiv verstehen kann, dass wenn ich mir quasi verstärkende Seiten auf Social Media die ganze Zeit anschaue, dass das jetzt meiner Sucht oder meinen Problemen irgendwie nicht hilft. Ich kann mich da viel einfacher vergleichen mit anderen Leuten und so weiter und so fort. Gibt es denn weniger intuitive Auswirkungen, die Veränderungen in dieser digitalen Medienlandschaft, das Aufkommen in der digitalen Medienlandschaft der letzten Jahre herbeigeführt haben? Mhm. Also ich glaube auf jeden Fall, in der Corona-Pandemie hat es ein Stück weit schon geholfen, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Das Problem ist aber tatsächlich, das sind keine echten sozialen Kontakte oft gewesen. Das war so TikTok oder Instagram oder irgendwas. Und das wird oftmals so ein bisschen als Substitut verwendet. Und ich glaube, da würde ich aufpassen, dass das tatsächlich, also ob mir das dann so gut tut oder eben zum Beispiel die so Computerspielsucht, Handyspiele oder so Zeug, die haben ja einen enormen Umsatz mittlerweile. Da ist natürlich auch viel Schaden, der da entstehen kann, bei quasi einer schlechten Nutzung von diesen Kanälen. Also ich glaube, es ist wichtig, die Leute zu diesem typischen Schlagwort Medienkompetenz, aber eben quasi Medienselbstkompetenz, also so ein bisschen zu verstehen, was macht es denn mit mir, wenn ich, also das ist bei den Studierenden auch so, wie oft mir das geht, dass ich mir denke, Mike, leg halt dieses Handy weg. Also muss ich es jetzt zum fünften Mal sagen. Und das ist, also ich glaube, die Leute, ich versuche es dann auch, ne, so in der klinischen Psychologie unterrichte ich dann auch eben, dass zum Beispiel, es gibt Studien, dass sozialphobische Tendenzen zugenommen haben bei Leuten, die eben sehr viel auf ihr Handy gucken, wenn sie in die U-Bahn gehen oder irgendwie sich sozialen Situationen aussetzen. Also ich glaube, viele Leute, und da geht es mir auch so, ne, wenn ich nicht die ganze Zeit darüber lesen würde, dann, ich bin da völlig auch dabei, dann würde ich gar nicht verstehen, was das mit mir macht, wenn ich 4 Stunden in Social Media abhängen und mich die ganze Zeit vergleiche. Ich habe nur so ein Gefühl von Unzufriedenheit dann irgendwann mal und weiß gar nicht, woher es kommt. Und ich glaube, da gibt es viel, also ich hatte viele Patientinnen und Patienten, gerade während der Corona-Pandemie, gerade so 13-, 14-, 15-Jährige, die dann depressiv geworden sind und gesagt haben, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr zu leben. Und die haben eigentlich nur noch online gelebt. Und da dann wieder rauszukommen und mit Freunden wieder was zu machen und wieder Hobbys zu entdecken. Und wirklich, es war so schön, als ich weiß noch, eine 14-Jährige, die hat dann irgendwann mal gesagt, und auf dem Weg in die Schule, da lese ich jetzt seit 2-3 Wochen ein Buch und es macht richtig viel Spaß und ich brauche gar kein Handy mehr. Und dann ist es schön. Cool, dass sie sofort, also dass sie in der Therapie irgendwie so weit gekommen ist, dass sie nicht die ganze Zeit nur am Daddeln ist, sondern merkt, also es nicht mehr macht und dann sogar merkt, dass es ihr damit viel besser geht, sich mit sich selber zu beschäftigen und auch irgendwie eine Ruhe zu haben und eine schöne Beschäftigung und nicht wie so ein Eichhörnchen links und rechts schnell im nächsten Bild zu verschwinden, im nächsten Video zu verschwinden. Und ich glaube, ich will das nicht verteufeln, aber ich glaube, da kann man sehr schnell sehr tief fallen. Welche sind die größten Gründe oder Trigger, die du so in deiner praktischen Erfahrung siehst, warum Menschen so tief in dieses Social Media, also den negativen Aspekt von Social Media fallen, weil er kann ja auch sehr positive Aspekte haben. Mei, und das ist halt, ja, also ich gehe jetzt mal von mir aus. Also für mich ist es ganz klar, meine Gefühle nicht anzugucken. Ne? Also ich kann natürlich entweder mich, also Verdrängung meinst du? Ja, klar, wie bei einer Sucht. Ne? Also quasi ich kann mir halt meine Gefühle angucken oder ich kann halt mein Handy nehmen und scrollen. Und schlussendlich, wenn man dann mit den Patienten das zum Beispiel mal macht, oder also die Studis, wenn die mal ihr Handy weglegen sollen, dann sind die plötzlich total unruhig. Aber diese Unruhe, die war schon immer da. Die ist halt nur nicht da, wenn ich mich ablenke. Aber die ist immer da. Die ist halt nur nicht spürbar quasi. Also,
Und ich würde schon sagen, dass Ablenkung der allergrößte Faktor ist. Ablenkung vor Langeweile. Ne? Also das ist doch mal schön, Langeweile auszuhalten und sich dann kreativ überlegen zu müssen, was mache ich eigentlich? Mal wieder Freunde anzurufen, was auch immer. Nee, sondern ich kann auch die Langeweile bekämpfen, indem ich mir noch irgendein Video von irgendeinem Schmarrn angucke, den ich in einer Stunde wieder vergessen habe. Und ich glaube, dieses Ablenkungsding, das ist riesengroß mit digitalen Medien. Und da einfach ein Bewusstsein zu bekommen und zu sagen, ah, ich lenke mich gerade ab. Was will ich mir denn da gerade nicht angucken? Das ist halt wichtig und ich glaube, dass ich eingeschlossen mache, das viel zu wenig. Darf ich da eins hinzufügen? Ich hatte, das war ein super spannendes Gespräch. Ich hatte ein Gespräch mit einem UX-Designer von Meta. Ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich neu, dass die Social Media Apps so designt sind, dass du so viel wie möglich Zeit darauf verbringst. Aber ein Trigger, der mir gar nicht bewusst war, obwohl Shame on Me das schon irgendwo in meinen professionellen Bereich irgendwo reinfällt, ist der Zusammenhang der Dopaminwippe. Also wie er das erklärt hat, ist, dass da gibt es unterschiedliche psychologische Trigger, die irgendwie in die Social Media Apps eingebaut werden. Aber einer eben davon ist, dass dadurch, dass du da so durchscrollst und du kannst quasi unendlich scrollen und du siehst Sachen, die dich irgendwie entweder aufregen oder animieren oder wohlfühlen lassen oder nicht, aber dadurch, dass du eben so etwas siehst, aber auch vor allen Dingen dadurch, dass du nie genau weißt, was bei dem nächsten Swipe kommt, das ist so ein psychologischer Trigger, der Dopamin in deinem Gehirn freisetzt. Und hier kommt jetzt eigentlich das, was mir neu war in dem Bereich, und zwar hab das auch nochmal nachgelesen, verifiziert. Dopamin im Kopf, also im Kopf die Regionen, die Glück und Schmerz verarbeiten, sind sehr nah beieinander. Und das heißt, dieses Dopaminsystem ist wie eine Wippe. Je mehr ich auf die eine Seite gebe, also zum Beispiel Dopamin, Glück, ich fühle mich gut, desto mehr versucht der Kopf das danach auszugleichen, und du fühlst dich sozusagen schlecht. Jetzt ist es kein Problem, wenn du einen kleinen Dopaminausschuss gibst. Ja, danach gibt der Körper dir quasi so einen kleinen also dein Kopf einen kleinen Gegenpush, passt alles super. Je mehr du aber auf die eine Seite der Wippe drauflegst, also je öfter, jetzt in diesem Beispiel, je länger ich bei Social Media war, je länger ich quasi immer wieder so einen kleinen Dopaminausschuss bekommen habe, je mehr ist es so, dass wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal das Handy weggelegt habe, diese Wippe so sehr aus dem Gleichgewicht draußen ist, dein Kopf versucht das auszugleichen und du eben dich deswegen so scheiße danach fühlst, wenn du irgendwie 4 Stunden lang auf Social Media gescrollt hast. Und das aber dann leider wieder dazu führt, dass du ja dann eigentlich wieder das Handy in die Hand nehmen möchtest, damit du dich wieder besser fühlst. Und was dann das Problem ist, dass wenn du das dauerhaft machst, dass dein Baseline, also das Level, was du dann im Durchschnitt hast, nach unten gesenkt wirst. Also du prinzipiell unglücklicher wirst. Das ist schon eine relativ Also was relativ Drastisches, was dabei rauskommt. Und das ist ja der Effekt, den wir zum Beispiel bei Süchtigen oder Ex-Süchtigen sehen. Das Problem ist tatsächlich, also diese Transmitter, wie zum Beispiel eben Dopamin und so, die haben ja quasi so Ansatzstellen, also diese Rezeptoren. Und diese Rezeptoren, die bildet dein Körper aus. Wenn die aber mal da sind, dann kriegst du die nicht mehr weg oder nur ganz, ganz, ganz langsam. Das heißt, wenn du halt gewohnt bist, viel Dopamin quasi im Körper zu haben, dann hast du viele Rezeptoren und dann brauchst du aber auch quasi viel, damit es wieder einen Effekt auslöst. Und das ist ja typisch, was eigentlich alle Süchtigen beschreiben, dass du immer mehr Stoff brauchst. Und du dann nicht mehr, also du, eben wenn du mal irgendwie Raucher warst, dann weißt du, dass es sehr, sehr, sehr schwer möglich ist, dann von 20 Zigaretten auf 3 zu kommen. Entweder ganz oder gar nicht, aber quasi so ein bisschen ist schwierig. Ja, und der Scheiß bleibt immer irgendwo hängen. Du bist immer so halb, also so musst immer aufpassen, dass du nicht wieder zurück reinrutscht. Dein Körper merkt sich das. Ich habe jetzt noch Momente, ja. Wirklich, manchmal. Siehst du Unterschiede? Ich meine, ich weiß nicht, ob du das bei deinen Coaches sozusagen so mitbekommst, also die zu dir kommen, aber ich finde ja,
und das ist jetzt Bro Science, ja, anekdotisch, aber es gibt irgendwie Gefühl für mich Menschen, die extreme Schwankungen in ihrem Dopamin und wie sie sich fühlen Level haben und Leute, die eher so auf einer Baseline sind. Ich gebe da mal ganz gerne mich und meine Frau als Beispiel. Meine Frau kann sich sehr über Sachen freuen, kann aber auch sehr irgendwie unglücklich sein über Sachen und in den Phasen, wo sie sich sehr freut, beneide ich sie, weil ich bin nicht so als Person. Bin eigentlich immer so relativ ähnlich drauf, weder so super geil noch irgendwie mega schlecht. Und meine Hypothese ist tatsächlich, dass sogar, also für mich unintuitiv, die Leute, die eher so auf einer Baseline sind, öfters zu Süchten neigen, weil wenn dann mal etwas bei denen es schafft, dieses Dopamin-Level irgendwie aus diesem so, ich fühle mich halt immer so irgendwie okay rauszutriggern, ist es umso besonderer für diese Personen. Irgendeine Ahnung davon, ist das vollkommener Quatsch, was ich sage, oder kannst du nicht sagen? Also wenn du das bei dir beobachtest, cool. Ich weiß nicht, ob es quasi für alle so zutrifft. Ich würde zum Beispiel schon sagen, dass die Menschen, die ich so erlebt habe mit Süchten, dass das eher die sind, die ein bisschen emotional unregulierter sind. Also ne, jeder ist ja irgendwie anders mit seiner Emotionsregulation. Und wenn du sagst, Mai, ich bin eher so in einer gesunden Baseline und es gibt jetzt nichts, was mich so von links nach rechts schleudert und deine Frau dann eher anders ist, dann, ich glaube, da ist man unterschiedlich. Ich würde aber tatsächlich aus meiner klinischen Erfahrung eher tendenziell sagen, dass die Leute, die emotional unregulierter sind, zum Beispiel das Trinken anfangen oder das exzessive Sport machen oder so anfangen, weil die das so ein bisschen als Emotionsregulationsstrategie auch benutzen. Das heißt, mir geht es schlecht und dann geht es mir sehr schlecht. Und damit ich da wieder rauskomme, fange ich quasi das Trinken an, damit ich zumindest das nicht mehr spüre. Aber ich glaube eben, aber ich, also das finde ich interessant, weil ich habe viel mit Emotions, also ich, meine Patientinnen und Patienten so in der Regel, die ich so kriege, sind immer sehr emotional, weil ich glaube ich auch so ein bisschen so bin. Deswegen kriege ich so die Patienten, mit denen ich gut kann, irgendwie vom Schicksal zugewiesen. Und ich habe wenige, also tatsächlich ganz, ganz wenige Patientinnen und Patienten gehabt, die so emotional sehr gleichbleibend sind. Aber wenn du das sagst, also das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gesagt oder kenne ich mich nicht aus, ob das... Also ich würde es so ausdrücken, also um das ein bisschen nuancierter zu machen, ich fühle mich teilweise getriggert hin zu irgendwie einem Verhalten, aber weil ich stabil bin, kann ich mich quasi davon abhalten, das zu tun. Also das eine ist, was mein Kopf eigentlich gerne irgendwie, also auf der Crocodile Brain, also meine erste Reaktion wäre, würde ich gerne machen, meine Disziplin oder mein denkendes Gehirn sagt, nein, haut mir auf die Finger und ich mache es dann nicht. Digitale Medien und Beziehungen, jetzt also Liebesbeziehungen in dem Sinne, siehst du da signifikante Einflüsse, wie digitale Medien sich auf Beziehungen ausgewirkt haben? Also ich kann jetzt keine Studien zitieren, aber jetzt auch mit Patientinnen und Patienten, aber auch mit Freunden und Freundinnen. Anekdotisch kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Leute deutlich beliebiger geworden sind, beziehungsweise das ist ja auch dieser Effekt, den auch die, so wie du diesen Meta UX-Designer beschrieben hast, die natürlich auch von solchen digitalen Medien ausgenutzt werden, allgemein so dieses das Tor zu einer unendlichen Welt. Und ich würde schon sagen, dass das, und das ist ja oft zitiert, schon auch in Studien oft zitiert, quasi dieses Gefühl, was zu verpassen, den noch besseren Menschen eigentlich noch nicht gefunden zu haben. Und das merke ich schon immer wieder, wenn ich zum Beispiel, also ich komme aus Donauwörth, wenn ich dann so irgendwie mit Leuten wieder aus Donauwörth Kontakt habe, da war das, also auch gerade wenn die schon so ein bisschen älter sind, die haben super funktionierende Beziehungen. Und ich spreche dann auch mit denen, na, und wie läuft's denn? Und manchmal, wenn wir uns gut kennen, so habt ihr noch Sex und alles. Also ich bin da schon sehr offen und frage dann erstmal so, wie läuft denn die Beziehung? Und dann sagen die, nee, super, eigentlich passt alles. Und irgendwie schaffen die das, da so eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und die stellen das gar nicht in Frage. Also das ist nicht so, und das, ich weiß nicht, die, im Sinne von, da gibt es sicher auch mittlerweile andere, aber ich habe so das Gefühl, damals, das sind dann so 50, 60-jährige Leute, damals gab es das alles halt noch nicht. Da hat man halt nicht die nächste, da konnte man nicht vergleichen, sondern das war halt eine Partnerin, Partner und der war gut genug. So. Und mit dem arrangiere ich mich dann.
Und ich glaube schon, dass das ein Effekt ist, den diese ganzen Dating-Seiten, aber auch Social Media und so schon auf uns haben, dass ich mir denke, naja, aber also so ganz optimal ist unser Sexualleben nicht. Und eigentlich wünsche ich mir noch diesen Fetisch gerne erfüllt. Und das kann meine Partnerin, mein Partner mir nicht geben. Oder eigentlich hätte ich gerne jemanden, der so und so ist. Oder ich möchte mal so und so sein. Und ja, ich glaube schon, dass das dann einfacher zugänglich ist mit so digitalen Welten. Darf ich dir eine Hypothese von mir nennen und du sagst mir, wie sehr das Schwachsinn ist oder wo das vielleicht ein bisschen, Oh Gott. Nein. wo das ein bisschen Ja. trifft? Nee, es geht sehr, sehr, also es ist sehr nah an dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar, und das sind, ich meine, meine Beobachtungen. Ich habe keine Studiendaten, gar nichts dazu. Deswegen ist es auch hier wieder Brow Science, Gefahr. Ich hab schon das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft jetzt es deutlich schwieriger geworden ist, langfristige Beziehungen zu führen und das irgendwie auch seltener getan wird, beziehungsweise es sehr, sehr, es viel schwieriger geworden ist, überhaupt erstmal einen Partner zu finden, auf dem man, mit dem man langfristig zusammen ist. Und eine der Gründe, warum, aber ist genau das, was du gesagt hast. Ja, es gibt so viel Auswahl, aber meine Begründung, also warum diese Auswahl so das Problem ist, ist leicht anders. Und zwar hat man irgendwo sehr gutes Quote gelesen. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wer es war, aber im Prinzip ging es darum, dass Verliebtsein ein Gefühl ist und Liebe ein Commitment ist. Ja, also eine Entscheidung. Und das Problem in Verliebtsein, ja, also was sich irgendwie geil anfühlt und Schmetterlinge im Bauch und man hat irgendwie dreimal am Tag Sex, das Problem von da zur Liebe ist, dass eben dieses Gefühl nimmt ganz automatisch, muss es nach einer gewissen Zeit ab. Und was dann früher einfacher war, war zu sagen, naja, okay, ich lebe hier in diesem Dorf, hier sind halt nur drei Leute, hier habe ich diese eine Person, ich entscheide mich dazu, mit dieser zusammen zu bleiben. Und diese Entscheidung dazu, die Entscheidung, die Arbeit dort irgendwo reinzustecken, die sorgt auch tatsächlich dafür, dass ich überhaupt diese Beziehung langfristig führen kann. Dann, wenn ich nur nach Gefühlen gehe, also nur, ob ich mich die ganze Zeit eben auf Wolke 7 und verliebt fühle, dann werde ich immer nach, weiß ich nicht, was die Zeit ist, ein Jahr, 2 Jahren, was auch immer, werde ich mir dann versuchen, einen neuen Partner zu finden. Und jetzt in dem Zeitalter, wo es so einfach für mich ist, wo ich die App aufmache, irgendwie 6 Mal nach rechts oder links, ich weiß es nicht, in eine von diesen, in die richtige Richtung swipe, ich einen neuen Partner finde, fällt es mir so unglaublich schwer. Und warum sollte ich denn auch die Entscheidung treffen, mit einer Person zusammen zu bleiben? Denn jetzt, um quasi meine Bro Science jetzt hier irgendwie vollständig zu machen, ich bin jetzt meiner Frau 17 Jahre zusammen und ist das, haben wir das Verliebtsein-Gefühl wie in Jahr 1, 2 und 3? Natürlich nicht. Und mit Kind sowieso dann irgendwie. Es gibt auch noch andere Bereiche in der Beziehung, die mehr Zeit benötigen. Aber wir haben einmal diese Entscheidung getätigt, dass wir das jetzt zusammen machen wollen. Und klar gibt es irgendwie interessante Optionen links und rechts, aber die sind einfach für mich aus dem System ausgeschlossen. Und es gibt mir so viel Peace of Mind. Und ich halte jetzt mal eben die Klappe, so deine Gut Reaction zu meiner Hypothese. Also eine Supervisorin von mir hat mal gesagt, und das finde ich ganz gut, es gibt einen Unterschied zwischen Lieben und Wollen und quasi dieses anfängliche Verknalltsein, das ist Wollen, und dieses dann in eine längerfristige Beziehung gehen, das ist Lieben. Und ich glaube, das stimmt auch ein Stückchen. Also ich finde das, wenn man so Dating-Formate anguckt, ich weiß nicht, ob du das mal tust oder mal getan hast, aber wenn man so Dating-Formate anguckt, dann ist das so typisch. Die suchen sich auch wirklich genauso Leute raus, die sich so ganz schnell verlieben und dann wieder entlieben können. Und da merkt man ganz schnell, wie diese Definition von Liebe, wie die so draufspringen, dann sind die, also das. Es kommt einem so vor, wenn die dann sprechen, als wären die schon jahrelang zusammen und treffen dann die schwerwiegende Entscheidung, dass sie nicht mehr zusammen sind. Aber das ist ja effektiv wahrscheinlich innerhalb von 7 Stunden oder so passiert, dass sie dann einen kurzen trinken und dann mit dem anderen rumknutschen und dann sagen, naja, eigentlich passt es nicht mehr so zwischen uns. Also nee, es hat noch gar nicht angefangen, irgendwie zu, also ihr wart noch nicht mal aneinander dran, sondern es war quasi, also ihr könnt gar nicht gucken, ob es passt, sondern es ist, ich glaube, das ist schon deutlich beliebiger geworden. Und eben, wie du sagst, ich glaube, dieses,
dieses Daten und dieses Aufregende und dieses, das ist natürlich auch so ein Wollengefühl, so ein tolles Gefühl und ich will das irgendwie mehr. Und ich verstehe total, was du sagst, wenn du sagst, naja, in so einer langfristigen Beziehung, das gibt mir irgendwie so eine Ruhe und Stabilität, weil darum geht es ja oftmals auch, nicht um so eine Kurzlebigkeit. Deswegen, also würde ich das schon sagen, dass das Sinn macht, dass da Leute auch vielleicht manchmal so ein bisschen süchtig danach sind und von einem auf den anderen. Und das ist ja das Tolle an diesen Dating-Formaten. Deswegen gucken das ja viele Leute, weil das ist ja genau dieses Gefühl, ne? Dieses, oh, das ist so toll. Und dann eigentlich betrügt sie ihn schon mit dem und dann muss sie mit ihm sprechen. Und dann ist alles, das ist natürlich super aufregend, aber es wäre, ne? Also es wäre natürlich auch langweilig, wenn die quasi alle zufrieden und glücklich wären und sagen würden, oh ja, super, das ist ein Mensch, den lerne ich kennen, sondern die spielen ja genau eben mit diesen großen Gefühlen und dieser Sucht und diesem Wollen und diesem Begierde und so. Zwei Fragen dazu. Ich würde sie einfach mal nennen, dass du sie beide gehört hast, dann können wir uns die erste einen und dann der anderen irgendwie widmen. Also die eine Frage wäre, wenn jetzt eine Person im Datingmarkt ist und die trifft jetzt auf diese, auf, naja, zumindest die Gefahr dieser Kurzlebigkeit und man lässt sich gar nicht erst wirklich ein auf die Leute und so weiter. Gibt es Möglichkeiten, wie eine Person also die Erfolgswahrscheinlichkeiten erhöhen kann, dass sie diese Person, wenn sie denn, also als Annahme, sie hat eine Zielsetzung, eine langfristige Beziehung zu finden, wie sie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass quasi die Dating-Versuche auch tatsächlich zu so einer langfristigen Beziehung führen? Oder ist das so, hey Scheiße, da gehören immer zwei Personen dazu? Also das ist so die eine Frage, um das andere nur irgendwie zu vervollständigen, weil wir gerade über Partnerschaft gesprochen haben. Wäre super, mal aus deiner reichhaltigen Erfahrung zu hören. Partnerschaft, meine Annahme ist, dass Leute prinzipiell sehr wenig Zeit darin investieren, ihre Partnerschaft gut zu halten und sie auszubauen und zu verbessern, sondern die ist halt irgendwie einfach da. Und dementsprechend so, was sind dann irgendwie so die großen Sachen, die man in einer Partnerschaft machen kann, um dauerhaft jetzt nicht das Verliebtseingefühl aufrechtzuerhalten, weil das geht nicht, aber dauerhaft eine gute Partnerschaft aufrechtzuerhalten? So, diese zwei Fragen. Ja, also ich glaube, es ist eine super komplexe Frage. Ich mache ja vor allem jetzt überwiegend Paartherapie in letzter Zeit. Und was ich glaube, ich merke, ist, es muss ein gutes Verständnis davon geben, was für Bedürfnisse ich habe und vor allem auch ein Verständnis dafür, was der andere für Bedürfnisse hat. Und ich glaube, was ich jemandem als Tipp quasi geben kann, so wie kriege ich eine gute Beziehung, würde ich sagen, du musst dir erstmal bewusst werden, was für Bedürfnisse du hast. Also was für ein Bedürfnis von Nähe hast du? Was für ein Bedürfnis von Zuneigung, von Körperlichkeit, von name it so. Und ich glaube, wenn ich sehr stabil mit mir bin und gut auch mit mir sein kann, und das ist ja das heißt, das ist ja auch dieser Spruch, ne? Du musst erstmal mit dir selber glücklich sein, oder du musst dich erstmal selber lieben, weil sonst kannst du keinen anderen lieben. Das stimmt schon ein Stück weit, weil wenn du gut zu dir bist und nett zu dir, dann kannst du auch nett zu anderen sein. Und ich glaube, das wäre so der zweite Punkt, den ich jemandem mitgeben würde. Nicht nur ein Mitgefühl mir gegenüber oder eine Empathie mir gegenüber, sondern auch eine Empathie dem anderen gegenüber. Und ich glaube, das macht auch Menschen attraktiv, gerade auch beim Dating. Also wenn ich dann auf ein Date gehe und eine Empathie dem anderen gegenüber zeige, mir gegenüber sowieso zeige und dann eben auch dem anderen zeigen kann. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, wie so Dating auch gelingen kann. Gut bei mir bleiben, gut mit mir sein und dann kann ich auch beim anderen bleiben und gut zum anderen sein. Ist ein bisschen abgedroschen, aber so, ja, würde ich schon sagen. Was hältst du von Management deiner Beziehung? Ich nenne gleich ein Beispiel dafür. Kurz auszuholen hier. Weißt du, es ist ja absolut gang und gäbe, dass man sich irgendwie auf seinen Beruf vorbereitet, dass man sich dort weiterbildet, dass man sich überlegt, wie gehe ich dieses Problem an, wie könnte ich das irgendwie lösen. Und im Umkehrschluss, was mich immer so überrascht, ist, dass Stichwort Beziehung und insbesondere wenn es in Richtung Ehe und Richtung Kinder geht, das hat ja so einen wahnsinnigen Einfluss auf dein Leben, wird aber doch irgendwie größtenteils, naja, einfach so reingelebt. Also man macht das halt irgendwie nebenbei. Und also meine Wahrnehmung. Und was ich mit Management meine, ist, fängt an von sich gewisse Zeiten für gewisse Sachen zu
blockieren. Ja, und ob das jetzt irgendwie ist, hier ist abends eine Stunde, in der wir uns ohne Smartphone unterhalten, hinzu hier ist irgendwo Zeit, die wir uns für Sex reservieren, zu hier ist irgendwo Zeit, in dem wir tatsächlich das Management irgendwie machen, wer holt hier irgendwie die Kinder ab, was machen wir da am Wochenende, kannst du da irgendwie XY machen, solche Themen hinzu, hat gut funktioniert. Ich habe mir mal überlegt, hey, für die nächste Date Night mit meiner Frau, es gibt doch irgendwie so einen Block an Fragen, das sind die Fragen, wenn du diese X Fragen, ich weiß nicht, waren es 40 oder was auch immer, wenn du die 24 oder so. Oder so etwas, ja, also wenn du die einem gegenüberstellst und der sie quasi offen und empathisch also beantwortet, dann verliebst du dich in die Person. Einfach mal zum Spaß neu gemacht. Also explizit Sachen rauszusuchen, um seine Beziehung wirklich zu managen versus so dieses romantische, naja, das muss halt irgendwie so passieren. Und das ist ja ganz häufig auch das Problem, zum Beispiel mit dem Paare dann zu mir kommen, dass sie den Partner, die Partnerin mit sowas Negativem nur noch verbinden. Ne? Dass wir, also wenn man zum Beispiel, also typisch Sexualität, dass quasi dann Sexualität zu was Aversivem geworden ist, weil irgendwas passiert ist und dann spreche ich drüber und dann wird es größer und dann quasi wird dann ein Problem kreiert, was eigentlich, dann verbinde ich Sexualität nur noch mit sowas Klemmigen, Problembehafteten, Schwierigen und dann mag ich es natürlich weniger haben und das ist natürlich der gleiche Effekt beim Partner, bei der Partnerin auch. Wenn ich die ganze Zeit die Partnerin, Partner nur noch in Situationen erlebe, wo wir um Probleme sprechen müssen, dass das Kind in der Schule dies und jenes gemacht hat, dass also nur noch ich sage jetzt mal quasi Management quasi dazu, ne? So, das ist so ein emotionsloses und dann die Steuer und dann dies und jenes und dies und jenes, dann verbinde ich natürlich irgendwie mit meiner Beziehung nicht mehr so viel Schönes. Das heißt, ich glaube, es ist natürlich total wichtig zu sagen, hey, das ist ja bei anderen Sachen auch so, dass ich versuche, mir es schön zu machen in meiner Beziehung. Das ist natürlich elementar wichtig. Und deswegen ist es natürlich eine schöne Idee zu sagen, hey, wir haben beide irgendwie wenig Zeit und wir sind beide ganz schön eingespannt und lass uns doch irgendwie diesen Donnerstagabend, machen ja viele Paare dann irgendwie, da kommt eine Nanny oder ein Nanny und managt quasi das Kind und wir können dann Quality Time in unserer Beziehung haben. Und das ist natürlich eine schöne Idee, erstmal zu sagen, wir räumen uns da Platz für eine schöne Erfahrung mit uns und dann Stück für Stück fange ich dann vielleicht auch wieder an, die Partnerin, den Partner wieder positiver zu besetzen und nicht nur, das ist die, die mir vorschreibt, was ich zu essen habe und dass ich das Kind abholen muss und dass ich so, sondern das ist die, die, mit der ich im Kino gelacht habe, mit der ich irgendwie beim Ausgehen eine witzige Zeit hatte, in der ich so, und dann besetze ich natürlich diese Person total positiv, also deswegen ist es sicher eine super Idee, ja. Mach es weiter. Das, was ich meine, jetzt ohne zu sehr jetzt auf mich einzugehen, aber das, was uns sogar noch mehr geholfen hat, als zu sagen, ja, wir nehmen uns Zeit für das Schöne, war, wir nehmen uns explizit Zeitblöcke für das weniger Schöne. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie krasse Streitereien, sondern ich meine so einfach so die Themen, die man miteinander besprechen muss, wo man auf eine Lösung kommen muss, kannst du das machen, kann ich dies machen und so weiter. Weil wenn du dir nicht so einen Zeitblock dafür nimmst, dann hängst du deinem Partner die ganze Zeit mit dem Scheiß in den Ohren. Ja, so irgendwie so alle, also anstatt alle 20 Minuten an einem Samstag, hey, kannst du das machen? Kannst du das machen? Warum hast du nicht das gemacht? Blablabla. Nimm dir eine halbe Stunde. Jeder weiß, dass in diesem Ding machen wir Management Inc. Und dann ist es weg und man kann den Rest irgendwie Zeit verbringen, ohne dem anderen eben mit diesen negativen Sachen auf den Sack zu gehen. Also das war noch fast geiler und die Frage, wie wichtig ist dir das jetzt gerade? Weißt du, wenn man sich streitet und jetzt ein blödes Beispiel, ja, hier Garten, was machen wir in dem Garten? Wie wichtig ist es mir? Mir ist der Garten wahrscheinlich eine 3 auf einer 10. Meiner Frau ist es eine 9 auf einer 10. Okay, komm, dann mach du, ja. Bei mir ist es bei der Autowahl vielleicht wichtiger. Aber ist ja cool, weil ihr benutzt ja quasi den gleichen Effekt, ne? Also quasi ihr besetzt eure Beziehung wieder mit mehr Positivem, weil ihr quasi das Negative so externalisiert, also quasi sagt, okay, wir haben dafür einen Zeitslot und dann ist das quasi nicht mehr so ein elementar wichtiger Teil unserer Beziehung, sondern es hat auch Raum wieder für ein gutes Miteinander und das stimmt auf jeden Fall. Oftmals, gerade in der Paartherapie, geht es halt darum, eine gute Kommunikationskultur zu schaffen, auch für die aversiven Themen.
dass die eben nicht die ganze Zeit so rumlogen, sondern dass ich wirklich explizit auch Bedürfnisse ansprechen kann, die zu kurz kommen, explizit auch sagen kann, das nervt mich jetzt und dass es da auch Raum dafür gibt. Also sicher eine tolle Intervention, die ihr da macht. Ja. Themen gehen ja nicht weg. Ja, gar nicht. Was bedeutet Glück für dich im Leben und bist du glücklich? Also ich glaube, das ist die recht spirituelle Antwort, aber also für mich bedeutet Glück im Leben, dass ich das Gefühl habe, genau da zu sein, wo ich sein soll. Und das habe ich total, ich muss es wirklich sagen. Also ich kann wirklich sagen, dass ich für mich ein sehr erfülltes Leben habe. Und wirklich, auch wenn ich Montag in die Arbeit gehe oder so, dass ich mir manchmal, ich verstehe gar nicht, wieso Leute mir Geld dafür zahlen, weil es mir so viel Spaß macht. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, glaube ich, wirklich, wirklich glücklich bin in dem, was ich tue. Also deswegen das Gefühl zu haben, richtig an der Stelle zu sein, wo ich bin und dass irgendwie mein Leben zu mir passt. Und ich nicht irgendwie durch, und ich hatte da jetzt, also es ist nicht so, dass mir das alles irgendwie von vornherein so super, also gar nicht. Ich komme wirklich aus einer Geschichte, wo ich sehr wenig Gespür dafür habe, was irgendwie zu mir passt und was irgendwie passend für mich ist. Aber das kann ich wirklich sagen und dass ich echt sagen, ja, dass ich sagen kann, ich habe mein Leben für mich so gestaltet, dass es für mich ein total super gutes Leben ist. Und das würde ich sagen, das ist für mich Glück. Gute Freundschaften, guten Job, gute Beziehung, also es ist alles. Wie viel davon, was du jetzt gerade sehr inspirierend gesagt hast, ist, weil du tatsächlich an der besten Stelle im Leben bist, in der du gerade sein könntest? Und wie viel davon ist auch Mindset zu sagen, das hier ist die Stelle, in der ich am Leben bin? Und ja, ich kann Ziele haben, aber ich, so dumm es sich anhört, sehe die Stärken in dem, wo ich gerade bin. Und deswegen fühle ich mich auch an der richtigen Stelle. Ich habe gestern ein Interview mit Jennifer Coolidge gesehen und die hat einen tollen Satz gesagt. Die meinte, ihr Vater hat immer gesagt, Character is fate. Also quasi deine Persönlichkeit bestimmt dein Schicksal. Und ich finde, das stimmt total. Also ich weiß gar nicht, ob das so richtig zu trennen ist, dass man quasi an einer Stelle ist, an der man zufrieden ist. Wenn man vorher unzufrieden ist, wird man nicht plötzlich zufrieden. Ich glaube quasi, wenn du so deine Persönlichkeit eine Persönlichkeit hast oder zumindest eine persönliche Einstellung hast, die positiv auch ist oder die optimistisch ist oder die auch mit Problemen gut umgehen kann oder die auch achtsam ist. Oder ich glaube, das ist einfach ein ständiger Entwicklungsprozess und ich sage nicht, dass ich da irgendwie, dass das bei mir abgeschlossen ist, auf keinen Fall. Also ich habe natürlich auch Tage, wo ich mir denke, oh Gott, gar keine Lust. Aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr lohnenswert ist, quasi an der persönlichen Einstellung oder Haltung zu arbeiten. Und es dann automatisch passiert, dass ich in Situationen komme, in denen ich zufrieden bin. Und das meint eben, also das fand ich einen total coolen Satz von Jennifer Coolidge, weil die eben gefragt worden ist mit diesem, bist du glücklich in deinem Leben und passt gerade. Und sie meinte, sie versucht halt einfach immer, ein guter Mensch zu sein. Und dann kommt sie auch in Situationen, in denen es ihr gut geht. Und das finde ich stimmt. Also ich glaube, so dieses, so wie du in den Wald reinrufst, du kommst zurück. Und ich glaube, das ist so ganz verbunden miteinander, diese innere Haltung, innere Einstellung und bin ich zufrieden in der Situation, in der ich bin und komme ich auch in Situationen, die zufriedenstellend für mich sind. Character is faith. Ich finde, das ist eine tolle Stelle, um dieses Gespräch zu beenden. Christian, vielen Dank dafür. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und dir auch alles Gute. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.